Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Pinkbox bei mir eingetroffen. Die möchte ich dir gerne zeigen. Also ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da dieses Video in Kooperation mit boxpalast.de entsteht, darf ich tatsächlich auch eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach vorbei und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Es ist die Dezember-Edition. Dezember ist ja, ne, es ist jetzt bald Weihnachten, Leute, ne? Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir irgendwas mit Silvester oder Weihnachten als Motto haben. Ich habe den Karton einfach schon mal aufgemacht. Hier ist die Pinkbox drin, die zeige ich dir aber nochmal ein bisschen anders gleich, ein bisschen näher, ein bisschen schicker. Und hier habe ich immer ein Briefchen drin, weil es ja eine Kooperation ist. Liebe Claudia, ganz nach dem Motto Party, 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 sorgt die neue Pinkbox für eine Wahnsinnsstimmung und den perfekten Style für die Silvesternacht. Schön. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Und die Maria hat mir dein Herz drauf gemalt. Da. Danke, liebe Maria. Ja, ich freue mich sehr auf die Pinkbox und ne? Wir gucken mal rein. So, ja. Das hier ist die Pinkbox. Sie sieht wirklich schick aus. Also ich mag das Design sehr gerne. Das ist so ein altrosa und ich weiß gar nicht, wie nennt man denn diese Blumen? Sind das diese Lilien? Ne, Lilien sind das nicht, ne? Aber das sind so ganz, ja, ja. Was will sie sagen? Royale Blumen, glaube ich, ne? Sieht sehr, sehr schick aus. Die Box ist sehr leicht, aber das ist sie nur, weil daneben Produkte und so liegen. Und zwar hat mal wieder nicht alles in die Box reingepasst. Wir haben hier einmal ein Trockenshampoo von Batiste. Damage Control für geschädigtes oder strapaziertes Haar mit festigendem Keratin. 200 ml sind enthalten. Unsichtbare Formel. Ich benutze kein Trockenshampoo, weil ich tatsächlich jeden Abend mir die Haare wasche, weil ich mich sonst einfach nicht wohlfühle. Und ja, deswegen wird das anderweitig weiter wandern und nicht bei mir bleiben. Aber ich höre immer wieder, wie gut das Batiste Trockenshampoo ist. Ich komme aber nicht mit Trockenshampoo klar. Ich finde dieses Gefühl einfach, ich mag das nicht so gerne. Nee, als nächstes haben wir hier ein Getränk drin von Söhnlein Pink Ice Sparkling. Fruchtig prickelnd. Das scheint ein Sekt zu sein, oder? Ist das ein Sekt? Ich weiß es nicht. Alkohol trinke ich ja nicht wirklich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da tatsächlich Silvester anstoßen werde. Vielleicht auch sogar mit Alkohol. Aber hier... Hier steht hier doch 8%. Okay, ne? Das ist dann tatsächlich eher etwas, was ich dann auch trinken werde, wenn ich ja, wirklich was zu feiern habe. So Weihnachten vielleicht mal anstoßen oder Silvester, wobei ich da auch eher tatsächlich einen alkoholfreien Sekt einfach aufmache. Aber gut, ne? Wenn es fruchtig prickelnd ist, kann man sich so eine kleine Dose vielleicht dann doch mal gönnen. Weiterhin befindet sich dieses Mal die Couch hier drin. Das ist eine Zeitschrift. 24 Adventsgewinde oder Dinge, die wir lieben. Ne, das sind einfach so schöne Einrichtungstipps, die du hier hast und so schöne Sachen, die da abgebildet sind. Das finde ich immer ganz schick. Ne? Das lese ich mir gerne durch, das schaue ich mir gerne an. Vor allem so, ja, ne? Wir haben bei uns auf dem Klo, auf der Toilette halt so Zeitungsstände, kommen die dann immer rein und dann kann man da halt entsprechend durchblättern. Ne? Da landen bei mir immer die Zeitschriften. Wir haben zwar schon zwei Produkte gezeigt, aber wir gucken jetzt mal in die richtige Box rein. Die schaut so aus, hat hier ein schönes Seidenpapier. Ach so, hier im Deckel, das muss ich ja auch immer wieder zeigen, ne? Steht drin, du bist schön, das finde ich immer so, so charmant, ne? Das ist herzerwärmend, das mag ich. So, genau, wir haben ein Schleifchen. Was wir dann immer öffnen, ein pinkes Schleifchen bei Pinkbox. Dann steht hier drauf, with love, also das ist ein süßer Klebi. Ich versuche das auch immer zu öffnen, ohne irgendwas kaputt zu machen, weil dann kann ich die Box als Verlosungsbox 1:1 weiterverwenden, inklusive Schleifchen und Seidenpapier. Und es lässt sich öffnen. Yay! Das freut mich. Tada! Ja, jetzt sehen wir eigentlich nur das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Auch wieder das Motto Party, 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 wie auch eben schon gesagt. Hallo Pink Lady, findest du auch, dass das Jahr wie im Flug vorbeigerauscht ist? Oh ja, mal ganz im Ernst, ne? Also 2019, das ist ja gefühlt vorbeigeflogen. Wahnsinn. 2019 war ein tolles Jahr mit vielen unvergesslichen Momenten und wunderschönen Beautyboxen.
Einerseits ja, andererseits war es teilweise doch sehr anstrengend. Aber für mich war es eigentlich ein gutes Jahr, muss ich sagen. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Und wie sollte es besser gehen, als mit einer grandiosen Silvesterparty? Ich weiß nicht. Gehst du auf eine Silvesterparty? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich denke, dass ich entweder mit meinem Freund und meinem Hund zu Hause bleiben werde oder vielleicht kommt auch ein befreundetes Pärchen vorbei. Vielleicht setzen wir uns aber auch zusammen mit meiner Tante, meinem Onkel und der lieben Lilly. Das ist ja die Hündin, die wir auch manchmal in Pflege haben, ne? Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Oder mit meiner Schwägerin und meinem Schwager. Einfach ein ruhiges Silvester. Ich bin 30, ich brauche mehr Ruhe. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt nicht so die Partymaus, ne? Schmeiß dich in deinen Paillettenfummel, verpasse dir ein glamouröses Make-up, klebe die Fake Lashes auf und los geht's. Ja, das würde ich tatsächlich auch machen, selbst wenn wir hier zu zweit wären. Da hätte ich nichts drum bei. Egal, ob du das Jahr bei einem schicken Dinner oder bei einer heißen Clubnacht ausklingen lässt, wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo, ne? Oder auf der Couch und dabei entspannt Filme gucken. Okay, dann schauen wir mal in die Box und natürlich haben wir hier False Lashes mit bei. Von Kiss, Naked Drama. Oh, ich muss echt mal Lashes ausprobieren, oder? Ich meine, mittlerweile habe ich so viele Fake Lashes bekommen. In Boxen, in Adventskalendern und so weiter. Weiches Flexiband für eine nahtlose und konturierte Passform. Ich glaube, das sieht dann schon ziemlich geil aus. Vielleicht mache ich wirklich mal so einen Silvester- oder so einen Weihnachtslook, wo ich dann auch mal ein bisschen Fake Lashes benutze. Vielleicht einen so einen natürlichen Look, so, ne, nur so mit der Familie ganz entspannt und einen richtigen Party-Look. Vielleicht wäre das ganz cool. Ja, ich glaube, das wäre eine Idee, oder? Ein Labello, ein Lippenpflegestift. Ey, loslassen. Good luck. Time to Kiss. Entdecke 6 Neujahrsdesigns. Mhm. Silvester-Edition ist das. Okay, die scheint dann, oder dieser Lippenpflegestift scheint dann auch ein bisschen shiny zu sein. Ja, das ist natürlich ganz nett. Sagst du nichts zu, ne? Lippenpflege kann ich immer gut gebrauchen. Ich habe zum Beispiel heute, also jetzt auch nur so ein Lippenöl drauf. Ich habe, ohne Witz, ne? Ich habe heute, eigentlich drehe ich jetzt nur dieses Video eben nach der Arbeit, aber ich kam eben nach Hause und ich habe mich gefühlt wie Matsche. Und hab mir gedacht, boah, ne, Claudi, du setzt dich jetzt erstmal hin, gönnst dir ein bisschen Me-Time, hab mich ein bisschen geschminkt, ein bisschen Farbe ins Gesicht gemacht, eine neue Palette ausprobiert. Das ist diese Shangso-Palette von BH Cosmetics. Ja, ne, und einfach mal so ein bisschen fresh machen, ein bisschen nach was aussehen. Und ja, aber als Lippengedöns habe ich mir so ein Lippenöl einfach nur drauf gemacht von, was bist du denn? Wo ist es denn? Da ist es. Steht vor mir. Von Avon. Das Nourishing Lip Oil. Das ist mit so ein bisschen Schimmer mit dabei. Ne, das mache ich mir in letzter Zeit einfach gerne als Lippenpflege auch drauf. Genau. Lippenpflegestift. Sehr gut. Passt. Mag ich gerne. Auf Partys trinkst du vielleicht auch immer aus Gläsern und so. Und dann macht es mehr Sinn, wenn du ein Produkt drauf hast, wo du halt nicht ständig irgendwo drauf abstempelst. Also da ist dann wahrscheinlich ein Lippenpflegestift eine gute Variante. Was habt ihr denn noch hier drin? Ach so, was überhaupt übrigens so in Pinkboxen drin ist. Du hast eigentlich normalerweise so 5 Beauty-Produkte drin. In der Pinkbox bist du mehr so im Bereich Full-Size-Produkte und dafür dann halt aus der Drogerie. Und ja, hast immer deren Warenwert. Die kosten zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box bzw. pro Monat. Je nachdem, welche Abo-Box du wählst oder Abo-Form du wählst. Genau, so. Ja, dann habe ich hier... Oh, von Sante Naturkosmetik. 2-in-1 Contouring und Bronzer. Aha. Ja gut, Light to Medium ist hier die Farbe. Sieht interessant aus, ne? Also ich denke, als Bronzer kannst du es verwenden, wenn du quasi hell und dunkel vermischt. Und als Contouring-Produkt, wenn du halt nur das Dunkle verwendest. Ich kann ja mal gucken, ob man das geswatcht bekommt. Das ist, glaube ich, bei sowas gar nicht so einfach. Ich mache jetzt erstmal nur dieses Dunkle. Und dann mache ich dunkel und hell so vermischt. Jo. Meiner richtig hellen, blassen Haut sieht man ungefähr nicht allzu viel, aber man sieht ein bisschen was, ne? Jo, kann man wohl machen. Hat ein bisschen Schimmerpartikel auch mit drin. Wird getestet. Doch, das gucke ich mir mal an. Von Evo Eye eine Silver Mascara. Okay, krass. Was ist das? Evo Eye habe ich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr von gehabt, ne? Evo Eye, Evo Lash, Evo Skin. Nein, Evo Skin war Nutra Skin. Evo, alles mögliche von Evo. Evo Beauté, genau. Ja. Der Evo Eye Silver Mascara. Der Evo Eye Silver Mascara? Heißt es nicht die Mascara? Egal. Umhüllt jedes Haar mit einer intensiv strahlenden Farbschicht, hält die Wimper formbar und geschmeidig für faszinierende Wimpernlooks in wenigen Augenblicken. Okay, mache ich dann die Mascara über meine schwarze Mascara drüber? Oder benutze ich nur die Mascara? Das ist niedlich, ne? Ich denke, das, also ich würde die jetzt eher als Topper verwenden, weil die ist ja eher so ins Gräuliche, ne?
hat ein ganz normales Kunsthaarbürstchen, was sehr, sehr schmal ist. Ne? Und hier siehst du auch direkt die Glitzerpartikel drauf. Mach die mal hier so drüber. Sehe ich jetzt so nichts auf der Wimpern von. Muss er dann wahrscheinlich doch eher Solo verwenden, weil er sonst nicht hält, ne? Wobei mir das dann, glaube ich, zu wenig wäre. Doch, so ein paar Sparkling-Viecher sieht man wohl, ne? Ja, kann man wohl machen. Aber haut mich jetzt nicht von der Socke. Ne? Hier haben wir jetzt von Tees Head Over Heels Nail Lacquer. Okay, das ist ein Nagellack. Nagellack, ja, finde ich interessant. Das ist die Farbe Metal Mania. Oha, wenn das die Farbe ist hier oben, ne? Finde ich das sehr, sehr interessant. Allein die Verpackung ist schon ziemlich cool, ne? So fancy Gedöns. Okay, ja, das ist sehr, sehr fancy hier. Das ist mal Nagellack, ne? Das hat so einen Grünstich irgendwie mit drin. Das finde ich ja super interessant. Sieht das aus, wenn ich das über meinen Nagellack hier drüber mache? Ich meine, ich wollte mir heute Abend eigentlich meine Nägel abmachen und, oder neu machen oder so, weil die halt echt sich schon so ein bisschen lösen nach einer gewissen Zeit. Aber ich mache die mal so ein bisschen über einen kleinen Finger drüber. Ja, also da kannst du dann quasi deinen Nagellack so ein bisschen mit aufpeppen und hast dann hier so fancy Nägel für Silvester, ne? Dass du quasi, wenn du vorher so blaue Nägel oder türkise Nägel hattest, da sieht es auf jeden Fall aus. Genau, also das kann ich mir, das sieht gut aus. Das sind schöne Sparklies. Das mag ich gerade voll gerne. Echt? Das gefällt mir. Das sieht schick aus. Ja. Sieht bei weitem nicht so grün aus wie hier drin. Das finde ich gut. Und es passt halt gerade echt zu dieser Farbe. Doch, also Motto getroffen, würde ich mal so sagen. Ne? Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Richtig viele schöne dekorative Kosmetikprodukte drin. Das feiere ich ja grundsätzlich immer wieder, ne? Wenn in Beautyboxen auch dekorative Kosmetik vertreten ist und nicht nur Pflegeprodukte. Das finde ich ganz cool. Ja, mir hat die Box, wie man sieht, sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe dir auch. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!